Ja, absolut. Es war schon interessant, muss man sagen. Im Normal, wenn die Schiedsrichter kommen, die wissen auch, dass wir nicht so wirklich Bock drauf haben. Weil sie ja meistens, es gibt zwar 50 Regeländerungen, aber 49 davon interessieren keinen. Und dieses Jahr war es wirklich sehr, sehr interessant. War auch super, dass der Schiri sich dann dementsprechend Zeit genommen hat, dass wir auch da ein bisschen mittrainiert bei uns, dass wir uns da ein bisschen austauschen können, weil das ist schon eine Sache, die, glaube ich, für die Schiedsrichter nicht einfach wird. Weil die natürlich auch probieren, eine Entscheidung so schnell wie möglich. Wir in Deutschland sind da ja mal ein bisschen verwöhnt, dass das Spiel schnell fortgesetzt werden soll. Und deswegen bin ich selbst gespannt. Und auch da wird es wahrscheinlich das eine oder andere Diskussionswürdige geben. Und trotzdem glaube ich, dass das allen helfen wird am Ende des Weges. Es ist ja trotzdem, glaube ich, nur eine Testphase. Ich glaube, es ist ja noch nicht mal beschlossen, dass es dann danach wirklich kommt. Ja, also ist ein bisschen kurios. Und trotzdem glaube ich, dass wir gerade die Fans und wir Spieler einfach auch ein bisschen Geduld haben müssen, wenn die Schiris wirklich mal übers Headset mit den ja, den Leuten in Köln dann reden. Ich glaube, da wird ein bisschen Geduld gefragt sein von allen Beteiligten. Es ist auch für die Schiris immer schwer, welcher Blickwinkel, auch das haben wir nochmal gesehen, dass die Schiris auch nicht einfach haben. Ich würde den Job nicht übernehmen. Und ja, es ist wie es ist. Und die Schiris, finde ich auch, sollten gerade von den Trainern, auch von den Spielern oft auch mal ein bisschen mehr in Schutz genommen werden, weil sie es wirklich nicht einfach haben und die Fans sorgen schon genug dafür, dass sie ja nicht unbedingt gemocht werden.